Heilige Scheiße. Na, okay, wir schauen uns. Satter Hugo, sag doch einfach dein Alter. Hugo. Alter, wann haben wir das letzte Satter Hugo-Video geguckt? Ausziehen? Ja, klar. Wer wünscht sich ausziehen? Gehen wir heute so. Von mir schreit egal. Bro, immer wenn ich Knossi sehe, zieht er sich aus. Das ist das, wenn du komplexfrei bist. Von mir schreit egal. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ich will euch ganz kurz einfach noch schnell einen TikTok zeigen. Nur damit ihr quasi kurz versteht, was bei mir auf der For You-Page bei TikTok los ist. Warte mal. Guck mal, davon gibt's richtig viele. Alle dieses Video als TikTok hoch, das muss viral gehen. Ich bin gerade nicht von der Bühne gefallen. Wann kommt das Feature mit Papa Platte? Leute, ich habe Papa Platte nach Feature gefragt, aber er hat abgelehnt. Ey, Agus, tut mir leid, ich hab absolut keinen Bock drauf, Bro. Digga, Papa Platte, seine Tracks sind aber auch geil. Digga, hab ich. Warte mal. Außer den Schwänze-Song kenne ich keinen Song von ihm, warte mal. Papa Platte-Songs, mal gucken. Zeig mal her, was hat er so gedroppt? Bis zu ihr. Das ist ein Sample. Was geht heute noch kleiner als drei? Richtiges Studentenmusikvideo. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Airpods in meinem Ohr und ich glow. Und ihr Booty Call hält mich wieder wach. Laufe durch die Stadt bis zu ihr. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Airpods in meinem Ohr und ich glow. Und ihr Booty Call hält mich wieder wach. Laufe durch die Stadt bis zu ihr. Charlie ruft mich an bei FaceTime, Lippen sind rot. Hotline bling wie die Drake-Line, sie ist alone. Problem spät, ich nehm Weißwein und laufe los. Brauch ihren Standort, denn ich weiß nicht, wo sie wohnt. Vibe zu 60s, Elvis hit it different. Can't help falling in love, ich nur ein bisschen. 60s. Und laufe los. Brauch ihren Standort, denn ich weiß nicht, wo sie wohnt. Vibe zu 60s, Elvis hit it different. Can't help falling in love, ich wohne. Vibe zu 60s, Elvis hit it different. Can't help falling ich will in dein love, Gesicht pissen. Viel gesehen, doch weiß nicht, was heute Nacht passiert. Roadrunner, Baby, ich bin gleich bei dir. Sie ist heute Nacht mein Bruha. Wer das läuft, Travis Goosebumps. Ich werd gefickt von meinem Bruder. Ist guter Song! Ich lauf durch die Nacht. Boah, ich hasse das, wenn Leute nicht einfach ihr Alter sagen. Sag einfach dein Alter. Oh mein Gott, ich hatte letztens einen Taxifahrer, der hat so lange mit mir gelabert, weil die ganze Zeit so rate. Ja, Mann. Rate, wie alt ich bin. Wie alt bist du jetzt eigentlich? Bist du schon voll der Rentner. Was denkst du, wie alt ich bin? Stark. Sag einfach dein Alter. Ja. Du bist 24. Ah, nein. Richtig? Nein. Älter? Nein. Jünger? Ja. Junge, du lebst mit 23 schon. Wenn sie jetzt 23 ist, ne? Auf Madeira. Ich bin nicht mal 23. 22. Dann musst du immer so aus Höflichkeit jünger raten. Aus Höflichkeit sagen, keine Ahnung, ich guck den Typ an, ich denke mir so, ja, keine Ahnung. Du hast wahrscheinlich 7 Kinder, bist Mitte 50. Wait, Reef ist um 2 Jahre älter als ich? Digga, ich hätte safe gedacht, Reef ist über 25. Was sage ich? Weiß ich nicht. Mitte 30? Hä? Astralkörper gönn, Liebe. Jawohl, so ist es. Ich sehe aber auch aus, gell? Mit 37, guck dir das an. So ist das bei alten Leuten. Guck mal, so sehen die aus. So ist das bei der Alten. Marcel macht's auch immer so? Ja, klar. Es ist wieder soweit. Es tut mir unfassbar leid. Ich zocke ohne T-Shirt. Drecksau. Es tut mir unfassbar leid. Da müssen wir jetzt durch. Ich sag euch ehrlich, kann noch ein bisschen, aber vor allem Breite will ich gewinnen. Ich will Breite und Fülle. Hier, ich will Fülle. Ich gebe alles. Ich power richtig rein. Will, dass ich weiße kaum den Hals drehen kann. Da muss, ich muss da reinrollen. Wait! Knossi ist jünger als Ronaldo? Na, irgendwas funktioniert da nicht. Digga, das ist doch ein Bug. Das kann doch nicht sein. Wie alt warst du nochmal? Mitte 20. Das heißt, man schätzt so. Knossi, Mr. Krabs ohne Panzer. So ein bisschen? Chat? Oh, irgendwie schon, oder? 1:1. Gibt eine Insta-Story. Okay. Wie alt warst du nochmal?
Mitte 20. Das heißt, man schätzt, du über 25. Nein. Was schätzt du denn? Ey, no joke, red flag, wenn man einfach sein Alter so heidet. Dicker, sag doch einfach, wie alt du bist. Das ist doch scheißegal. Ja, wie alt bist du? Was denkst du denn? 10. 10? 10? Also bei Hugo kracht's komplett. Ey, das ist Hugo. Sehr netter Typ. Wir sind oben auf dem Bus. Leute schmeißen T-Shirts hoch, Handyhüllen. Ich habe 2 Stifte. Ich sehe so, er braucht einen Stift. Ich so, hier einen Stift. Er so. Alter, 10 Sekunden Denkpause. So. Richtig so? Diese Oni-Abos. Hallo YouTube, heute ein neues Format. Und zwar kommen Zuschauer in meinen Discord und wenn sie schaffen, mich zum Lachen zu bringen, dann kriegen sie 50 Euro von mir. Moin, ich hab einen Freund einen Limonadenwitz. No way, Tuli! Mit deinem Scheißwitz? Hä? Till, Fanta lustig. Weißt du warum? Warum? Fahrrad, ich nicht. Nicht lustig. So, Tulli, du gehst mir heute richtig auf den Sack, Digga. Erstmal eine Woche stille Treppe. Du bist heute richtig am Reintriggern, Digga. Ihr müsst euch überlegen, der Typ bei mir ist Mod, ne? Ich wollte einen Witz über die Deutsche Bahn erzählen, ist aber nicht angekommen. Heute circa 130 Minuten später. Diese dummen Witzer. Da ist das Headquarter von denen. Ich glaube, bei der Deutschen Bahn arbeiten ist momentan nicht geil, ne? Keiner mag einen. Deutsche Bahn! Nein! Also, ich glaube, beim Witz, was ist groß, grau und telefoniert? Groß, grau und telefoniert? Ein Telefant. Lach doch! Darf ich doch einen Witz erzählen? Ja. Wie lautet der Vorname vom Reh? Kartoffelpü. Wenn Ostern ist, dann schicken meine Eltern oder so einfach so ein Osterhasen-GIF in die Familiengruppe. Ich wünsche euch allen frohe Ostern. Oder so ein super unwitziger Gag zu Ostern. So irgendwie, meine Eier sind schon versteckt. Oder irgendwie so eine Scheiße. Hä? What the fuck? Ein Typ, der sich seine Hose angezogen hat. Ich habe auch immer sehr viele Frank-Rosin-Folgen angeguckt, aber jetzt hat jeder auf Twitch damit angefangen, deswegen muss ich jetzt leider aufhören damit. Und jetzt muss ich auch ganz piss... Bro, ich habe Frank-Rosin auf Instagram geschrieben, dass ich ein Wettessen gegen ihn machen will. Er hat geditcht. Er hat seinen Schwanz eingezogen, Saga. Er hat mir nicht mal geantwortet, der Bro. Persönlich sein, die Kinder sind nicht da, ich muss es auch aussprechen. Ihr habt auch echt ein Outfit-Problem. Outfit-Problem. Und Silvia, das muss ich dir leider sagen, ey... Du musst dir deine Zähne machen lassen. Was? Das hat was mit... Wie ruthless ist er denn? Seit wann ist der Bro so ruthless? Service zu tun. Ich hab's die ganze Zeit nicht angesprochen, weil ich gedacht habe, das ist respektlos. Ist es auch, da bin ich nur über 60 und er... Super, genau. Siehst du die Kohlensäure hier? Und jetzt pass mal auf. Jetzt schlägt man die Spätzle. Alter, geht das in die Arme. Oh. Könnt ihr mir das mal festhalten? Jetzt steht hier wie die Orgel pfeifen. Das ist einfach zu spät. Welcher von meinen Sidekicks hat die größere Saugkarriere hingelegt überhaupt? Also von beiden, von Strud und Rumatra. Gesaugt mit allen drum. Ja! So tief hat er geblasen wie noch nie. Bis um 4 Uhr morgens. Hä? Ey, oha! Oh, mein Schwanz ist ganz riesig. Ich will gerade meinen Schwanz rausreißen und selber lutschen. Oh, ich fliege! Mason, ich kann fliegen! Ich bin ein Vogel. Hallo Knossi, wir sind mega stolz auf dich, dass du es endlich geschafft hast, in der Penny-Doku aufzutauchen. Ich war in keiner Penny-Doku? Ich war nicht in der Penny-Doku. No joke, bevor ich das angucke. Ich wüsste nicht, wann ich im Pennymarkt war. Yeah. Ihr seid wirklich ohne Scheiß. Alter, fuck, ich guck mir die Scheiße. Ihr seid wirklich echt ohne Scheiß. Was macht Knossi denn da in der Doku, Digga? Soll ich ehrlich sein oder soll ich sie belegen? Ehrlich. Ich habe gestern 700 Büchsen gesammelt. Ich hatte Kleidergröße 4XL. Jetzt bin ich runter auf 2XL. Durch das Laufen. Ah, wir sind irgendwie, es sind ähnliche Sachen. Der wird auch wund sein im Schrittbereich. Also es ist schon, man muss schon sagen, ähnliches Leben. Richtig und wichtig mit der Kauflandtüte. Könnte doch ich sein. Guck dir mich an. Happy in dem, was er tut. Wirklich Haufen Geld. Steuerfrei. 3000 Euro. Jetzt pass mal auf. Jetzt zahlt er das bei der Bank ein. Sagt der Bank, ich möchte gern Kredit für ein Haus. Was sagt das Finanzamt? Muss der Steuer abführen? Ist der professioneller Pfandsammler? Wie soll denn das laufen? Frage an Knossi hier. Wenn ich den ganzen Monat Pfand sammel, 2.000, 3.000 Euro netto mache, ist das dann steuerfrei? Jemand davon ausruhen, sollte man da auch Steuern zahlen.
Ja, wollte ich wissen. Er hat es geschafft. Nach natürlich, hä? Nur 10 Festivals kauft er dieses 20 Jahre alte Wohnmobil für 7.900 Euro. Oh mein Gott! Digga! Wisst ihr, an was mich das als allererstes erinnert hat? Ihr kommt nicht drauf. Seid ihr bereit? Ist das nicht die Salami? Ja, das sieht original aus wie eine rote Wurst auf dem Grill. Ich schwör's euch, das sieht krass aus. Auch mit der Behaarung und so. Das sind die Stellen, wo der Vater halt so zu lang gebaut hat zum Wenden und so. Sieht schon ein bisschen ähnlich, Digga. Die gute alte Gesichtswurst. Wer kennt sie nicht? 1:1. Die brennt! Die Pizza brennt! Die hat schon gebrannt! Menschenskinder! Na, das klappt ja hier. Passt noch. Margarita? Yes, hello. I had the margarita with the croquettes. Croquettes, on one moment is coming. Er wollte die nicht no, drauf tun. On the side. On top. Not on top, no. You I'm don't so, want to place so, me we are in Italy. Nee. Was macht er da? Er ist Pizza mit Kroketten oben drauf? Das macht mich selbst aggressiv. Und ich bin nicht mal der Ladenbesitzer und Italiener. Boah, Digga, ich werde so Subs farmen in der Zeit, wo die Leute bei Seven vs. Wild sind. Das ist ja kein Spiel bei Twitch. Seven vs. Wild. Online, Digga, werde ich jeden Tag 24-7 online sein, Digga. Werde ich mir die ganzen Twitch-Primes selber reinziehen, Digga. Hoffentlich wird Eli auch noch nominiert, Digga. Nee, ich werde aber 24-7 live sein, sage ich. 24-7 die Reactions mitnehmen. Yes.